So Leute, es geht los mit meiner Anhängerbastelei. Ich bin bei meinem Brüderchen und jetzt muss ich dann erstmal mein Wickschweißgerät suchen. Mein Anhänger steht irgendwo da hinten und ja, dann lege ich ganz einfach mal los. Mhm. Da liegt da der Hänger. Der Plan sagt jetzt, dass ich von meinem Rundstahl 15 bis 20 cm irgendwas abschneide. Jeweils hier genau an der Kante gerade abtrennen. Ja, und dann den Rundstahl in das Rohr hineinschieb und somit die Achse verlängern. Den Rundstahl dann noch ein klein bisschen abwinkeln, dass wir ein bisschen an Sturz reinkriegen. Und naja, schauen wir mal, wie viel ich dann insgesamt mache. 15 oder 20 cm, irgendwie sowas um den Dreh rum. Jetzt suche ich mir erstmal einen Flex und schneide hier die Teile ab. So ein Mist aber auch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie total vermessen um ja, ein ganzes Eck. Also die ist definitiv zu dünn. Jetzt muss ich mal was anderes suchen. Mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. So, jetzt schneide ich mir hier von dem Material zweimal was runter, tue die Enden dementsprechend am Bandschleifer runterschleifen, dass ich die Rohre dann eventuell innen reinstecken kann und ja, ich werde es einfach ausprobieren und was soll ich sagen, ich liebe meinen Schraubstock immer noch, auch wenn ich ihn ja, meinem Bruder dabei überlassen habe. Jo, Achsverlängerung soweit fertig. Die Enden angeschliffen, dass man es ganz leicht reinstecken kann. Tja, und jetzt muss ich erst einmal gucken, dass ich das wenigstens an die Rohre, an die Stücke jetzt ganz gerade anschweiß. Da bin ich ja gespannt, ob ich das halbwegs hinkriege. Oh ja, ist alles nicht so einfach. Schade, mein anderer Plan wäre wesentlich besser gewesen mit der Stange innen drin. Naja. Egal, so tun wir halt ein bisschen murksen. Leute, im gestrigen Video habe ich ja ein Ostergeschenk ausgepackt gehabt. Und Manfred und Doris, auch hierfür nochmal vielen lieben Dank. Der kommt heute jetzt zum ersten Mal im Einsatz. Der ist mir nämlich auch geblieben. Kinder, 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 das ist gar nicht so einfach, das Zeug halbwegs gerade schief hinzubekommen, so wie man das haben will. Naja, ich experimentiere jetzt, probiere aus und ja, die Dinger sind halbwegs gerad geworden. Halbwegs. Naja, und jetzt schweiße ich die halt einmal da an und dann stelle ich es hin und dann gucke ich mir das Ganze mal an, wie es aussieht. Ja, und dann sehen wir weiter. Leute, der Sturz ist gut. Ein klitzeklein bisschen Vorspur habe ich gegeben. Und so werde ich jetzt das Ganze ja, noch fertig schweißen. Verschweißen, gucken, ob ich irgendwo eine Sprühdose finde. Ansonsten muss ich mir noch was organisieren zum Anmauler. Tja, das mache ich aber dann zu Hause. Mhm. Ja, gut soweit. Schweißen. So Leute, da steht mein breitbeiniges Monster jetzt. Ja, schweißen hätte man es vielleicht schöner können, aber ist mir jetzt wurscht. Es ist geschweißt, es sollte halten. Es ist ein schöner Sturz mit drin. Klitzeklein bisschen Vorspur, also nicht viel. Und ja, muss ich noch schauen, dass ich noch ein Schwarz-Matt organisiere. Ein bisschen Grundierung habe ich hier gefunden. Dann wird das Ding noch fertig angesprüht. Die Deichsel oder Achse oder wie man da auch Zugdeichsel, wie man auch immer sagen möchte, wieder hinschrauben. Und dann kann es nächstes Mal wieder rausgehen. Eventuell noch ein bisschen Druckluft weniger in die Reifen. Und ja, somit wäre ich für heute fertig. Halb fünfe. Ja, dann werde ich mich, wenn die Grundierung getrocknet ist, wieder auf die Heimfahrt begeben. Kurzes kleines Bastelvideo. Ich hoffe, es hat gefallen. Ein Däumchen nach oben würde mich freuen. Ein nettes Kommentar, Abo und ja, meine Hände sind auch mal wieder dreckig. Okay. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.